Wird etwas gestohlen an irgendeinem Ort, dann muss man sich holen, unbedingt sofort. Kalle Blockquist, den Meisterdetektiv. Kalle Blockquist, den Meisterdetektiv. Alle Leute sprechen davon in jeder Stadt. Hey, Anders, was ist los? Tag, Kalle. Du bist gerannt? Klar bin ich gerannt. Ist jemand hinter dir her? Niemand. Wieso? Ist was passiert? Bei mir nicht. Hier passiert nie was. Das weißt du doch. Ja, wenn wir in London oder Chicago wären. Hier bin ich überflüssig. Diese Stadt braucht keinen Detektiv. Du wirst also noch immer Detektiv werden, Kalle? Was sonst? Etwa Rosineneinpacker? Rosinen schmecken gar nicht schlecht. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich bei meinem Alten im Laden stehe, Tüten drehe oder grüne Seifen oder Hefe abwiege. Nein, ich werde Detektiv oder gar nichts. Wollen wir ein Stück bummeln? Ja, komm. Immer noch besser, als hier untätig herumzusitzen. Kalle, vergiss nicht, dass du heute Abend das Erdbeerbeet gießen sollst. Nein, Mutter, ich vergesse es nicht. Und sowas nennt man Ferien. Bitte den Alten um Bonbons. Vater, ich nehme ein paar von den Gestreiften. Ja, ist schon gut. Nimm dir so viel du willst, Kalle. Kalle und Anders traten auf die Hauptstraße hinaus, die träumend und im tiefsten Frieden in der Sommersonne lag. Die Kastanien blühten. Es war kein lebendes Wesen zu sehen, außer der grauen Katze des Bäckers, die auf der Kante des Bürgersteiges saß und sich die Pfoten leckte. Nicht das allergeübteste Detektivauge konnte etwas entdecken, was darauf hindeutete, dass ein Verbrechen begangen worden war. Es war wirklich ein hoffnungsloses Beginnen, in dieser Stadt Detektiv zu sein. Aber dann entdeckte Kalle etwas in Bäckermeisters Garten. Das Etwas war Bäckermeisters Eva Lotte. Sie saß auf ihrer Schaukel in einem rotkarierten Baumwollkleid. Sie schaukelte und sang dabei. Es war einmal ein Mädchen und die hieß Josephine. Josephine, Fien, Josephine, Josephine. Eva Lotte! Das Einzige, was sie hatte, das war ne Nähmaschine. Nähmaschinchen, Nähmaschine, Nähmaschine. Eva Lotte! Ach, ihr seid es. Eva Lotte, willst du mit uns ein bisschen in die Stadt gehen? Kann ich machen. Dann komm. Halt, wartet. Warum? Seht ihr den Mann dort mit dem Sack? Was ist mit ihm? Nimm mal an, dass er den ganzen Sack voll mit gestohlenem Silber hat. Den kenne ich. Der macht sowas nicht. Ein Detektiv darf keinem trauen. Du, Kalle, nimm mal an, dass du eines schönen Tages überschnappst mit all deinen Detektivgeschichten. Bei uns gibt es keine Verbrecher. Dafür sorgt Schutzmann Björk. Jetzt kommt der 6-Uhr-Zug. Was machen wir nun? Ich weiß, was wir machen. Und was ist das? Wir kriechen hinter die Fliederhecke in Eva Lottes Garten und legen ein Paket mit einer Schnur dran auf die Straße raus. Und dann? Wenn jemand kommt und das Paket nehmen will, ziehen wir an der Schnur. Mal sehen, was sie für Gesichter machen. Ja, das ist eine ganz passende Beschäftigung für einen Samstagabend. Ja. Das Paket war schnell zurechtgemacht. Alles, was man brauchte, gab es in Viktor Blomqvists Lebensmittelgeschäft. Als das Paket auf dem Pflaster lag, sah es sehr inhaltsreich und verlockend aus. Die Schnur, die hinter die Fliederhecke führte, war auf den ersten Blick nicht leicht zu entdecken. Das erste Opfer war Frau Apfelzweig, die sich neugierig über das Paket beugte und in einen Schwall von Worten ausbrach, als das Paket plötzlich hinter der Fliederhecke verschwand. Kalle, Anders und Eva Lotte kicherten und Frau Apfelzweig ging brummend davon. Das zweite Mal verlief die Sache nicht so erfolgreich. Zieh! Warum ziehst du nicht? Ich ziehe ja. Das Paket bewegt sich aber nicht. Der Mann hat seinen Fuß draufgestellt. Er hat die Schnur gesehen. Kennt ihr den Mann? Der ist nicht von hier. Das ist ein Fremder. Natürlich ist es ein Fremder. Das sieht man doch auf den ersten Blick. So? Und woran erkennt man das? An dem Koffer. Bestimmt ist er mit dem 6-Uhr-Zug gekommen. Kannst du uns auch sagen, was er hier sucht? Nein. Aber wir werden es gleich erfahren. Kommt.
Ah, da kommen ja die Übeltäter. Zwei junge Herren und eine schöne junge Dame. Darf ich erfahren, wie du heißt? Eva Lotte Lysander. Das habe ich mir doch gedacht. Wir sind nämlich alte Bekannte. Du wirst dich allerdings nicht mehr an mich erinnern. Nicht, dass ich wüsste. Du lagst noch in der Wiege und hast den ganzen Tag geschrien. Wer sind Sie denn? Wer ich bin? Onkel Einar bin ich. Ein Vetter deiner Mutter, meine schöne junge Dame. Wie heißen deine beiden Kavaliere? Das sind Anders und Kalle. Nette Jungen, aber heirate sie nicht. Heirate lieber mich. Ich werde ein Schloss für dich bauen, wo du den ganzen Tag umherlaufen und spielen kannst. Sie sind ja viel zu alt für mich. Was der sich einbildet. Personalbeschreibung? Braunes Haar, braune Augen, gerade Nase, leicht vorstehende Zähne, kräftiges Kinn. Was soll der Quatsch, Kalle? Erste Regel für einen Detektiv. Man muss sich das Aussehen aller Menschen merken, die einem begegnen. Nein, nur das der Verbrecher. Wer sagt, dass es keiner ist? Hast du nicht gehört? Es ist Eva Lottes Onkel. Nennt sich Onkel Einar, trägt einen grauen Anzug, keinen Hut und einen braunen Reisekoffer. Bist du endlich fertig? Ja, das ist alles. Nein, beinahe hätte ich etwas vergessen. Die kleine rote Narbe auf der rechten Wange. Ist deine Mutter zu Hause, Jungfer Naseweiß? Ja, da kommt sie. Liebe Cousine, habe ich das Vergnügen, wiedererkannt zu werden? Einar, bist du es wirklich? Es ist, weiß Gott, eine Weile her, seit man dich gesehen hat. Wo kommst du her? Vom Mond, um euch in eurem ruhigen Winkel etwas aufzuheitern. Er kommt gar nicht vom Mond. Er ist mit dem 6-Uhr-Zug gekommen. Noch immer der gleiche alte Spaßmacher. Warum hast du nicht geschrieben, dass du kommen willst? Nein, kleine Cousine, schreibe niemals etwas, was du persönlich ausrichten kannst. Das ist mein Wahrspruch. Du weißt, ich bin einer von denen, die tun, was ihnen gerade einfällt. Und mir fiel plötzlich ein, dass ich eine ungewöhnlich nette Cousine habe, die in einer ungewöhnlich netten kleinen Stadt wohnt. Und da ich eine Zeit lang Ferien machen möchte, also kurz und gut, willst du mich aufnehmen? Natürlich. Natürlich bist du bei mir willkommen. Du kannst im Giebelzimmer wohnen. Wie lange hast du Ferien? Das ist noch nicht bestimmt. Offen gesagt, ich habe die Absicht, mit meiner Firma Schluss zu machen. Es ist möglich, dass ich ins Ausland gehe. In diesem Land hat man keine Zukunft. Das ist nicht wahr. Wie du gewachsen bist, kleine Eva Lotte. Komm ins Haus. Ich zeige dir dein Zimmer. Die Jungen können deinen Koffer tragen. Nee, den trage ich lieber selbst. In dieser Nacht wurde Kalle durch eine Mücke geweckt, die ihn gestochen hatte. Und da er nun ohnehin wach war, hielt er es für klug nachzusehen, ob vielleicht einige Schurken und Banditen ihr verbrecherisches Spiel in der Nähe trieben. Zuerst sah er durch das Fenster auf die Hauptstraße hinaus. Da war alles öde und leer. Dann ging er ans andere Fenster und guckte durch die Gardine in Bäckermeisters Garten. Das Haus lag dunkel und schlafend zwischen blühenden Apfelbäumen. Nur im Giebelzimmer war Licht. Gegen die Rollgardine zeichnete sich der dunkle Schatten eines Mannes ab. Das war Onkel Einar, der ruhelos hin und her wanderte, ohne Unterbrechung. Warum er das wohl tat? Kalle fand dafür keine Erklärung. Schon um 8 am Montagmorgen holte Anders Kalle ab. Ein neuer, herrlicher Ferientag lag vor ihnen, ohne Schule und ohne andere Pflichten. Gemeinsam liefen sie zu Bäckermeisters hinüber und Anders ließ einen neuen Pfiff ertönen in der Hoffnung, dass es Eva Lotte drinnen hören würde. Das tat sie auch. Sie kam heraus. Aber 2 Schritte hinter ihr kam Onkel Einar. Darf der kleine artige Junge hier auch mitspielen? Was denn? Nur Ausreißer und Einfänger zum Beispiel. Oder wollen wir zur Schlossruine gehen? Die ist wohl noch immer da. Schön. Gehen wir zur Schlossruine. Ich gehe voran. Ihr folgt mir. Am besten, wir singen ein Lied. Dann geht's noch mal so gut. Ich hätte Lust, ihm eine Klapper zu geben. Dann könnt ihr irgendwo für sich alleine sitzen und damit spielen. Und du glaubst, dass er das tun würde? Nee, du. Wenn erwachsene Leute sich vornehmen, mit Kindern zu spielen, dann kann sie nichts daran hindern. Merkt ihr das? Sie sind vergnügungssüchtig, das ist es. Aber da ja Mutters Vetter ist, müssen wir wohl versuchen, ein bisschen mit ihm zu spielen. Sonst wird er bloß ärgerlich. Also kommt.
Aber das wird langweilig werden, wenn er furchtbar lange Ferien hat. Ach, er reist sicher bald ins Ausland. Du hast ja gehört, was er gesagt hat. In diesem Land hier kann man es nicht aushalten. Ich werde ihm keine Träne nachweinen. Die Schlossruine war die größte Sehenswürdigkeit der Stadt, die alle Touristen sich ansahen. Sie lag auf einer Höhe und schaute auf die kleine Stadt hinunter. Ein mächtiger Herr hatte einmal in früheren Zeiten dieses Schloss gebaut und nach war in dessen Nähe eine Stadt entstanden. Die kleine Stadt blühte und gedieh, aber von dem früheren Schloss war nur noch eine schöne Ruine übrig. Man konnte in den alten Sälen Versteck spielen oder auch die Burg gegen anstürmende Feinde verteidigen. Kalle und Anders hatten das schon oft getan. Rings um die Ruine blühte es in dichten Büschen. Die Hummeln summten, die Luft zitterte in der Wärme, aber drinnen in der Ruine war es kühl. Schade, dass man nicht runter in das Kellergeschoss gehen kann. Warum kann man das nicht? Sie haben eine dicke Tür davor gesetzt und die ist verschlossen. Früher sind die Leute da unten hingefallen und haben sich die Beine gebrochen. Ein Kind hätte sich beinahe verlaufen, deshalb darf jetzt niemand mehr runter. Wollt ihr gern hinuntergehen? Wie soll denn das zugehen? So. Wie hast du das gemacht, Onkel Einer? Damit. Ist das ein Dietrich? Richtig geraten. Warum hast du einen Dietrich? Weil ich geschlossene Türen nicht liebe. Wollen wir nicht endlich runtergehen? Ja, kommt. Oh, ich hoffe, dass es hier nicht spukt. Sei nicht allzu sicher. Denk bloß, wenn ein altes, bemoostes Gespenst kommt und dich kneift. So zum Beispiel. Au! Stell dir vor, Kalle, wenn man hier so oft sein könnte, wie man will. Ein großartiges Versteck. Hier könnten sie 2 Wochen lang suchen, ohne so viel wie eine Feder zu entdecken. Stimmt. Wenn man etwas ausgefressen hätte und sich verstecken müsste, dann wäre man in so einer Gefängnishöhle sicher. Meinst du wirklich? Was machst du da, Kalle? Ich wollte bloß mal sehen, ob noch Spuren von den Kerlen übrig sind, die hier im Gefängnis gesessen haben. Seitdem sind ja hier so viele Menschen gewesen, du dummer Jan. Onkel Einer, du weißt vielleicht nicht, dass Kalle Detektiv ist. Du lieber Himmel, nein, das wusste ich nicht. Ja, wirklich, einer der Besten, die es im Augenblick gibt. Red keinen Unsinn, Anders. Einer der Besten bin ich sicher nicht. Aber ich finde, es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Mit Schurken im Gefängnis landen. Da ist doch nichts dabei. Absolut nicht, mein Junge. Ich hoffe, du fängst bald einen ganzen Haufen, den du zusammenbinden und zur Polizei schicken kannst. Das wird Kalle nie gelingen. Bei uns gibt es nämlich keine Spitzbuben. So? Na, dann wollen wir jetzt wieder nach oben gehen. Ziemlich feucht hier unten. Das ist nicht gut für meine alten Knochen. So, die Tür ist wieder zu. Und nun noch etwas. Wir sind nicht hier gewesen, versteht ihr? Kein Gerede. Was? Wir dürfen nicht davon reden? Nein, meine schöne junge Dame. Das ist ein Staatsgeheimnis. Und vergiss es nicht. Sonst kneif ich dich wieder. Was sollst du bloß wagen? Ob ich versuche, mich ein bisschen beliebt zu machen? Was meint ihr? Soll ich euch zu Limonade und Kuchen in den Konditoreigarten einladen? Oh, fein. Manchmal machst du ganz vernünftige Vorschläge, Onkel Einer. In der Konditorei bestellte Onkel Einer eine große Platte mit Kuchen und 3 Flaschen Saft. Und Kalle musste vom nächsten Kiosk die neueste Ausgabe der Stockholmer Zeitung holen. Onkel Einer blätterte sie schnell durch, bis er zu der letzten Seite kam. Dort vertiefte er sich in einen Artikel. Mehr schien Onkel Einer nicht zu interessieren. Die Zeitung blieb auf dem Tisch liegen, als sie die Konditorei wieder verließen. Auf der Hauptstraße kam ihnen Schutzmann Björk entgegen. Hallo, Onkel Björk. Na, bist du noch nirgends runtergefallen? Hast dir das Genick gebrochen? Noch nicht ganz, aber morgen will ich auf den Aussichtsturm im Stadtpark klettern. Vielleicht wird es da was. Natürlich nur, wenn sie nicht kommen und mich runterholen. Ich will es versuchen. So, Eva Lotte, du bist mit der Polizeimacht liiert. Ist sie nicht zum Sterben schick?
Wer? Ich? Nein, der Schutzmann Björk natürlich. So, Kinder, hier wollen wir uns verabschieden. Ich gehe hier mal rein. Auf Wiedersehen so lange. Schön, dass er weg ist. Da hast du recht. Wenn er uns auch mit Kuchen traktiert, was richtig ist, wird er doch nicht. Wenn er sich die ganze Zeit an uns hängt. Ich möchte wissen, was Onkel Einer in dem Eisenwarengeschäft kauft. Warum willst du das wissen, Kalle? Och, reine Routinearbeit. Aber man kann eine ganze Menge von einem Menschen erfahren, wenn man weiß, was er in Eisenwarengeschäften kauft. Da, seht mal. Onkel Einer kauft eine Taschenlampe. Das ist verdächtig. Wieso? Wozu braucht man mitten im Sommer eine Taschenlampe? Vielleicht liest er abends heimlich im Bett. Bei Onkel Einer hat fast die ganze Nacht Licht gebrannt. Was du nicht alles weißt, Kalle. Da ist noch etwas. Was denn? Die Zeitung. Was für eine Zeitung? Die ich vom Kiosk geholt habe. Was ist daran merkwürdig? Er hat nur einen Artikel auf der letzten Seite gelesen. Das tut mein Vater auch oft. Ich möchte wissen, was in dem Artikel stand. Warum? Oh, reine Routinearbeit. Hey, wo willst du hin? Die Zeitung holen. Onkel Einer hat sie auf dem Tisch liegen lassen. Die Zeitung lag noch auf dem Tisch. Kalle nahm sie und steckte sie unter sein Hemd. Er wollte sie aufheben. Selbst wenn er jetzt nicht herauskriegen konnte, was Onkel Einer so eifrig gelesen hatte, dann konnte sie vielleicht später einen Hinweis geben. Meisterdetektiv Blomqvist ging nach Hause und goss die Erdbeeren. Er war kaum mit seiner Arbeit fertig, als Onkel Einer plötzlich vor ihm stand. Was sehe ich da, Kalle? Du bist nicht nur Detektiv, sondern auch Gärtner? Ach, die Erdbeeren gieße ich nur, weil Mutter es mir aufgetragen hat. Wenn ich mich nicht irre, hast du es für heute geschafft. Ja, für heute bin ich fertig. Dann könntest du mir einen Gefallen erweisen. Schon wieder? Ich habe Ihnen doch gerade erst die Zeitung geholt. Jetzt sollst du diesen Brief für mich zur Post bringen. Gut, geben Sie her. Genau wie ein Pfadfinder. Immer bereit. Ich danke dir, mein Junge. Bevor Kalle den Brief in den Briefkasten warf, notierte er sich die Adresse. Er schrieb sie mit einem Bleistiftstummel in sein Notizbuch, wie es sich für einen Detektiv gehörte. Auch in der folgenden Nacht wurde Kalle von den Mücken geweckt, und das war sein Glück. Wer weiß, ob er sonst beobachtet hätte, wie Onkel Einar mitten in der Nacht sein Giebelzimmer über die Feuerleiter verließ. Natürlich gehörte es zu den Pflichten eines Detektivs, Onkel Einar nachzugehen und zu sehen, was er mitten in der Nacht vorhatte. Aber so schnell Kalle auch handelte, als er die Hauptstraße erreichte, hatte sich Onkel Einar in Luft aufgelöst. So eine Pleite. Möchte wissen, warum einer aus dem Fenster und über die Feuerleiter klettert, wenn er hübsch gemütlich über die Treppe gehen kann. Das ist wirklich mystisch. Schlusssatz Nummer 1. Er will nicht, dass jemand im Hause hört, dass er ausgeht. Schlusssatz Nummer 2. Er hat etwas Unheimliches vor. Nanu, bist du das, Kalle? Was machst du denn hier draußen, mitten in der Nacht? Haben Sie einen Mann hier vorbeigehen sehen, Onkel Björk? Ein Mann? Nein, hier war außer dir kein Mensch zu sehen. Na, geh eiligst nach Hause und ins Bett, mein Junge. Das würde ich auch tun, wenn ich dürfte. Am nächsten Tag hatte Kalle Glück. Er fand den Dietrich, der Onkel Einar unbemerkt aus der Tasche gefallen war. Eigentlich hätte Kalle den Dietrich zurückgeben müssen. Stattdessen steckte er ihn in seine Hosentasche. Für alle Fälle. Darauf ging Kalle noch einmal zur Schlossruine. Eigentlich nur, um den Dietrich auszuprobieren, aber er erlebte eine Überraschung. Jetzt schlägt's 13. Gibt es Geister, denen die Schrift an der Wand nicht gefällt? Gestern habe ich hier meinen Namen eingeritzt und heute ist die Schrift verschwunden. Jemand hat sie ausgestrichen. Aber warum? Das kann nur Onkel Einar gewesen sein. Natürlich. Er wollte nicht, dass jemand erfährt, dass wir im Keller waren. Also ist er in der letzten Nacht hier gewesen. Aber warum? Nur um den Namen auszustreichen? Nanu? Was ist das? Kalle hatte am Fuße der Treppe etwas entdeckt. Als er den kleinen weißen Gegenstand aufhob, stellte er fest, dass es eine weiße, schimmernde Perle war. Wenig später lag Kalle auf dem Rücken unter dem Birnbaum.
Er wollte denken, und das ging am besten in dieser Stellung. Und er sprach laut vor sich hin, auch das begünstigte den Denkvorgang. Wie kommt die Perle in den Keller der Schlossruine? Das möchte ich wissen. Es ist natürlich möglich, dass die Perle schon seit Gustav Vasas Zeiten dagelegen hat, weil irgendein nachlässiges, adliges Huhn in den Keller gegangen ist, um eine Flasche Bier zu holen und dabei seine Perlenkette verloren hat. Aber kann man das annehmen? Ein Detektiv muss immer mit dem Wahrscheinlichen rechnen. Und wahrscheinlich ist, dass die Perle nicht seit Gustav Vasas Zeiten dagelegen hat. Denn da hätte sie doch wohl schon einer vor mir gefunden. Außerdem hätte ich die Perlen dann schon gestern entdeckt. Bei meinem ersten Besuch. Was für einen Schluss können wir also daraus ziehen? Onkel Einar hat die Perle bei seinem nächtlichen Besuch in der Schlossruine verloren. Klar, das ist es. Bleibt die Frage, hat man Onkel Einar mit einer Perlenkette geschmückt gesehen? Läuft einer von Perlen und Edelstein glitzernd herum? Nein, das tut er nicht. Aber ich gehöre nicht zu denen, die jemand nur aufgrund von Indizien verurteilen. Sehen wir nach, was bisher gegen ihn vorliegt. Da wäre zuerst die Personalbeschreibung. Und hier, was steht hier? Korrespondiert mit Fräulein Lola Hellberg, Stockholm PR. Das bedeutet Poste Restante. Und das heißt, der Adressat soll selber den Brief von der Post holen. Warum wohl? Das ist verdächtig. Schreiben wir als verdächtige Umstände noch dazu. Stattet nächtlichen Besuch in der Schlossruine ab. Verliert Perle. Also hier steckst du, Kalle. Wir suchen dich schon überall. Wer sucht mich? Eva, Lotte und ich. Höchste Zeit, dass etwas geschieht. Wir können nicht den ganzen Sommer rumlaufen und die Beine in Dorns nachziehen. Keine Angst. Ich bin fast sicher, dass bald etwas passiert. Kalle hatte etwas vor. Natürlich war die Sache nicht ohne Risiko, aber ein Detektiv muss etwas wagen. Außerdem war die Gelegenheit günstig. Kalle hatte gehört, dass Onkel Einar ein Schlafpulver nehmen wollte, um endlich einmal besser schlafen zu können. Kalle wollte nämlich Onkel Einar in seinem Giebelzimmer einen nächtlichen Besuch abstatten. Wenn man eine verdächtige Person gefunden hat, genügt keine Personalbeschreibung, dann braucht man einen Fingerabdruck. Und einen Fingerabdruck von Onkel Einar wollte sich Kalle in dieser Nacht besorgen. Es war lange nach Mitternacht, als Kalle die Feuerleiter zu Onkel Einars Giebelzimmer hinaufkletterte. Papier und ein Stempelkissen, zwei Dinge, die man unbedingt braucht, wenn man einen Fingerabdruck machen will, hatte er bei sich. Onkel Einar schlief und wachte nicht auf, als Kalle leise in das Zimmer stieg. Die rechte Hand des Schläfers hing schlaff an der Bettkante herunter. Der Daumenabdruck war reine Routinearbeit. Aber dann fuhr Onkel Einar plötzlich hoch. Hände hoch! Nicht schießen! Komm näher. Was denn? Du bist es, Kalle? Was in aller Welt suchst du hier? Rede! Na, wird's bald! Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe doch wohl nicht wieder angefangen, im Schlaf umherzugehen. Ach, jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe ja von dir geträumt, Onkel Einar. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Ja, mein lieber Meisterdetektiv. Ich glaube, es sind alle deine Detektivideen, die dich im Schlaf umherwandern lassen. Bitte deine Mutter, dass sie dir etwas Brom gibt, bevor du schlafen gehst. Du wirst sehen, das hilft. So. Und jetzt ist es wohl am besten, ich begleite dich hinaus. Am nächsten Morgen erfuhr Kalle, warum Onkel Einar trotz seines Schlaftrunks aufgewacht war. Frau Lisande hatte vergessen, ihm das Schlafpulver zu geben. Kalle war um eine Erfahrung reicher. Man konnte sich auf niemand verlassen, nicht einmal auf die Mutter seiner besten Freundin. Später machte Kalle in seinem Notizbuch einen kleinen Nachtrag.
Er schrieb unter die anderen Angaben über Onkel Einar: Besitzt einen Revolver. Schläft mit ihm unter dem Kopfkissen. Anders und Eva Lotte wünschten, dass Onkel Einar wieder abreisen möchte, aber Kalle sah mit Schrecken dem Tag entgegen, da der Schurke den Koffer packen würde. Dass er ein Verbrecher war, daran zweifelte Kalle keinen Augenblick, und es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn Onkel Einar verschwinden würde, ohne dass Kalle dahinter gekommen war, was für eine Art Verbrecher er eigentlich war. Anders und Eva Lotte interessierten sich nicht eine Spur für die Bekämpfung von Verbrechen. Sie gingen umher und langweilten sich. Zum Glück gab es noch den Schutzmann Björk, den Kalle eines Abends auf der Hauptstraße traf. Guten Abend. Guten Abend, Kalle. Na, noch so spät unterwegs? Soll meiner Mutter eine Zeitung holen. Am Kiosk gibt's keine mehr. Jetzt versuche ich's beim Hotelportier. Na, denn viel Glück. Onkel Björk. Ja? Onkel Björk, wenn man glaubt, dass ein Mensch ein Schurke ist, was macht man da? Oh, ihm eins aufs Maul geben. Ich meine, wenn er ein Verbrechen begangen hat. Ihn festnehmen, natürlich. Und wenn man es nur glaubt und nicht beweisen kann? Ihn überwachen, was das Zeug hält. Du pfuschst mir ins Handwerk. Ich pfusche gar nicht. Na, also, dann mach mal inzwischen hier die Arbeit für mich. Ich muss jetzt runter zum Bahnhof. Auch Kalle ging weiter. Vor dem Hotelportal stand ein schwarz lackierter Ford mit einer Stockholmer Nummer. Kalle betrachtete ihn forschend. Dann betrat er die Hotelhalle. Der Portier war im Augenblick beschäftigt, sodass Kalle warten musste. Vor der Portiersloge standen zwei Herren. Können Sie mir sagen, ob ein Herr Brane hier im Hotel wohnt? Einar Brane? Nein, der Herr wohnt nicht bei uns. Sind Sie ganz sicher? Ja, natürlich. Auch keiner, der Einar Lindeberg heißt? Bedauere. Was willst du, mein Junge? Haben Sie noch eine Abendzeitung? Herr Portier, können wir ein Doppelzimmer bekommen? Oh, bitte sehr. Nummer 34 ist frei. Es wird Ihnen sicher zusagen. Wie lange bleiben die Herren? Es kommt darauf an, ein paar Tage, vielleicht auch länger. Also, wenn Sie sich bitte hier eintragen wollen, ja? So, mein Junge, da hast du deine Abendzeitung. Danke. Jutta, bitte, bitte. Ich bekomme noch 20 Öre. Entschuldigen Sie. Hier, bitte. Ja, Ihr Zimmerschlüssel, meine Herren. Mann, Kalle. Beinahe hättest du dich verraten. Einar Lindeberg. Das ist Onkel Einar. Die beiden suchen ihn also. Personalbeschreibung? Reine Routinearbeit. Der eine ist blass, der andere sieht unheimlich aus. Wenn das keine Schurken sind, dann bin ich der Erzengel Gabriel. Was sie von Onkel Einar wollen? Psst, sie kommen. Na, was ist? Er muss hier sein. Wenn nicht im Hotel, dann wohnt er irgendwo privat. Und wenn er längst auf und davon ist? Na, davon kann keine Rede sein. Ich habe den Brief an Lola gesehen. Auf dem Poststempel stand ganz deutlich Klein Köpping. Kommen Sie, meine Herren. Ich führe Sie auf Ihr Zimmer. Bitte sehr. Lola. Lola Hellberg. Der Name stand auf dem Brief, den Onkel Einar geschrieben hat. Ich bin also auf der richtigen Spur. Kalle wartete, bis der Portier mit den beiden Männern verschwunden war. Die Portiersloge war jetzt leer. Kalle schlug das Fremdenbuch auf und schaute hinein. Die beiden Männer waren aus Stockholm. Der Unheimliche, der sich zuerst eingetragen hatte, hieß Tore Krog. Der Blasse Ivar Redig. Kalle zog sein Notizbuch hervor und trug sorgfältig Namen und Personalbeschreibung seiner neuen Bekannten ein. Er schlug auch Onkel Einars Seite auf und notierte: Nennt sich wahrscheinlich mitunter Brane. In den nächsten Tagen war Onkel Einar auffallend unruhig. Jede Bewegung, die er machte, verriet Ungeduld und Missvergnügen. Sein Gesicht hatte einen solchen Ausdruck von Ratlosigkeit und Unlust, dass er Kalle, der ihn heimlich beobachtete, beinahe leid tat. Den Verdächtigen ständig überwachen, hatte Schutzmann Björk gesagt, und Kalle befolgte diesen Rat.
Von der Höhe eines Ahornbaumes beobachtete er Onkel Einar, der unruhig auf dem Gartenweg hin und her ging. Plötzlich tauchten an der Gartenpforte die beiden Männer aus dem Hotel auf. Onkel Einar schien gar nicht erfreut, ganz im Gegensatz zu Ivar Redig. Sieh da! Ist das nicht unser lieber alter Einar? Endlich haben wir ihn gefunden! So eine Überraschung! Einar, wie er lebt und lebt. Ich glaube, du freust dich gar nicht, uns wiederzusehen. Doch, natürlich freue ich mich. Aber ihr kommt so unerwartet. Wirklich? Ja, du hast vergessen, eine Adresse zu hinterlassen, als du verschwandest. Aus Zerstreutheit natürlich. Glücklicherweise hast du einen Brief an Lola geschrieben. Lola ist ein verständiges Mädchen. Wenn man ernsthaft mit dir redet. Was hast du mit Lola gemacht, du? Nicht doch. Reg dich nicht auf. In seinen Ferien braucht man Ruhe und Erholung. Das ist doch wohl ein kleiner Ferienausflug, oder? Naja, bin hierher gefahren, um mich ein bisschen auszuruhen. Kann man verstehen, nicht wahr, Tore? Er hat in der letzten Zeit hart gearbeitet. Stimmt. Was wollt ihr eigentlich? Du weißt verdammt gut, was wir wollen. Komm mit auf eine kleine Autofahrt. Dann können wir die Sache in Ruhe besprechen. Ich habe nichts mit euch zu besprechen. Vielleicht jetzt. Steck den Revolver weg, sonst... Sonst rufst du die Polizei, was? Nein, Einar. Das wirst du hübsch bleiben lassen. Du hast ebenso wenig wie wir ein Interesse daran, die Polizei hineinzuziehen. Du hast dir alles gut ausgedacht. Das muss man dir lassen, Einar. Eine kurze Zeit Ferien hier im tiefsten Inkognito, bis sich die schlimme Aufregung gelegt hat. Viel schlauer, als sofort ins Ausland zu gehen. Aber du bist doch nicht schlau genug gewesen. Es lohnt sich nicht, seine Teilhabe zu hintergehen. So war es nicht gemeint, dass drei die Arbeit machen und einer die ganze Pinke für sich behält. Also, kommst du jetzt mit? Oder sollen wir dir eine Kugel in den Bauch jagen? Du willst wohl gern wieder ins Kittchen zurück, was? Schieß nur. Und in 5 Minuten hast du die Polizei hier. Was gewinnt ihr damit? Nichts. Einer hat recht. Also tu das kleine Spielzeug da weg und lass uns vernünftig miteinander reden. Wenn ihr euch anständig benehmt, bin ich vielleicht bereit zu teilen. Dein Edelmut übersteigt alle Grenzen. Hallo, Onkel Einar. Gut, dass du kommst, Eva-Lottchen. Ich wollte gerade reingehen und sehen, ob Mutter das Mittagessen fertig hat. Komm, wir gehen zusammen. Auf Wiedersehen, Freunde. Ich muss jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen, lieber alter Einar. Wir treffen uns bald wieder. Da kannst du sicher sein. Onkel Einar, willst du deine Freunde nicht bitten, mit hereinzukommen und mit uns zu essen? Ich glaube nicht, dass sie Zeit haben. Ein andermal, kleines Fräulein. Komm, Eva-Lottchen. Es war einmal ein Mädchen und die hieß Josephine. Kalle atmete auf, als alle verschwunden waren. Vorsichtig verließ er sein Versteck. Ihm fiel der Zeitungsartikel wieder ein, aus der Stockholmer Zeitung. Nach dem belauschten Gespräch konnte es nicht schwer sein, den richtigen herauszufinden. Es war reine Routinearbeit, nicht mehr. Als Kalle den Artikel gelesen hatte, setzte er sich hin und schrieb einen Brief. An die Kriminalpolizei, Stockholm. Wie aus der Zeitung hervorgeht, scheint dort ein Einbruch in der Banerstraße gewesen zu sein. Nachdem sie sich vielleicht ein paar Fingerabdrücke gesichert haben, schicke ich hiermit einen Dito in der Hoffnung, dass er mit einem von ihren übereinstimmt. Weitere Erklärung liefert Gratis und Franco Karl Blomqvist, Privatdetektiv. Adresse Hauptstraße 14, Kleinköping. Soll ich das wirklich schreiben? Privatdetektiv?
Ja. Und das muss sein. Sonst werfen Sie meinen Brief in den Papierkorb. So. Fertig. Und jetzt in den Briefkasten damit. Und dann schnell zu Anders und Eva Lotte. Hey, Kalle, da bist du ja endlich. Hast du denn so lange gesteckt? Ich möchte dich etwas fragen, Eva Lotte. Was willst du wissen? Du hast Onkel Einar furchtbar gern, nicht wahr? Warum soll ich ihn gern haben? Er ist doch der Vetter deiner Mutter. Was das betrifft, ich glaube nicht, dass meine Mutter ihn besonders gern hat. Und ich auch nicht. Da wirst du nicht böse sein, wenn ich dir sage, dass Onkel Einar ein Verbrecher ist. Hör auf, Kalle. Verschon uns mit deinen Detektivgeschichten. Hier, Anders. Lies das, bevor du weiterredest. Großer Juwelendiebstahl auf Östermalm. Sowas steht fast alle Tage in der Zeitung. Was soll das? Das ist der Zeitungsartikel, den Onkel Einar in der Konditorei gelesen hat. Na und? Lies nur weiter. Ein frecher Einbruch fand in der Nacht zum Sonnabend in einer Wohnung in der Banerstraße statt. Erinnert euch, Onkel Einar kam am Sonnabend mit dem 6-Uhr-Zug. Lies weiter, Anders. Man nimmt an, dass mindestens 2 oder 3 Personen an dem Diebstahl beteiligt sind. Es waren 3. Woher willst du das wissen, Kalle? Onkel Einar und 2 Männer, die sich Redig und Krog nennen. Du kennst sie, Eva Lotte. Es sind die beiden Männer, die Onkel Einar besucht haben. Bist du sicher? Lass Anders erst zu Ende lesen. Die Juwelen, die einen Wert von ungefähr 100.000 Kronen haben, gehören dem Stockholmer Bankier Ostberg. Die Kriminalpolizei hat alle Polizeistationen im Lande benachrichtigt. Na, was sagt ihr jetzt? Eine tolle Geschichte. Onkel Einar, ein Juwelenräuber. Und die Juwelen sind in der Schlossruine. Woher weißt du das? Das kann man sich zusammenreimen. Bei einem Kriminalfall muss man mit dem Wahrscheinlichen rechnen. Onkel Einar schläft. Er hat sich nach dem Essen hingelegt. Dann ist die Gelegenheit günstig. Was für eine Gelegenheit? Wir gehen zur Schlossruine und heben den Schatz. Vorwärts, worauf warten wir noch? Wir brauchen eine Hacke und einen Spaten. Die besorg ich. Endlich haben wir was vor. Mit Hacke und mit Spaten, so ziehen wir fröhlich aus. Wenn wir jemanden treffen, dann sagen wir, dass wir nach Regenwürmern graben wollen. Gute Idee. Alles klar? Nein, etwas haben wir vergessen. So, was denn? Wie kommen wir in den Keller hinunter? Damit. Du hast den Dietrich? Ein Detektiv muss an alles denken. Mann, Kalle, du bist große Klasse. Los, beeilt euch. Erst holen wir Hacke und Spaten und dann gehen wir zur Schlossruine. Kalle, Anders und Eva Lotte platzten vor Tatendrang. Aber das änderte sich, nachdem sie 2 Stunden vergeblich im Keller der Schlossruine gegraben hatten. Anders legte enttäuscht den Spaten fort. Also, wenn ihr mich fragt, ich habe niemals irgendwo so wenig Diamanten gesehen wie hier. Du kannst doch wohl nicht erwarten, dass wir sie sofort finden. An welcher Stelle hast du die Perle gefunden, Kalle? Dort, bei der Treppe. Aber da haben wir ja alles umgegraben. Stimmt. Der Fußboden sieht jetzt wie ein besseres Kartoffelfeld aus. Seht mal, die Steinplatte ist lose. Man kann sie zur Seite schieben. Komm, Anders, grab hier. Da ist was. Ein Blechkasten. Schnell, holt ihn raus. Nun schlägt's 13. Das ist der gleiche Kasten, den ich habe. Onkel Einar hat ihn bestimmt im Eisenwarengeschäft gekauft. Zusammen mit der Taschenlampe. Beeil dich, ich will sehen, was drin ist. Wenn es der gleiche Kasten wie meiner ist, dann passt vielleicht mein Schlüssel. Ja, er passt. Los, mach den Deckel auf. Oh, nein, das ist ja wie in 1001 Nacht. Ja, also so sieht das aus. Smaragden und Platin. 100.000 Kronen. Mann, das ist beinahe unheimlich. Seht mal, sieht nicht aus wie die Königin von Saba? Verdammte Gören, ich habe es ja geahnt. Onkel Einar! Ich glaube, ich komme gerade noch im richtigen Augenblick. Her mit dem Kasten. Das könnte euch so passen, damit zur Polizei zu gehen. Aber das Zeug gehört mir. Mir ganz allein. Mein lieber, guter, alter Einar. Wie kann man nur so vergesslich sein? Ich fürchte, das nimmt noch mal ein schlimmes Ende. Was wollt ihr? Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Ich glaube, wir kommen mitten in einer Familienfestlichkeit. Der Kinderfreund Einar im Kreise seiner Lieben. Schluss jetzt. Her mit dem Schmuck. Natürlich bekommst du den Schmuck. Ich wollte ihn gerade holen, um ihn euch zu geben. Also steckt den Revolver weg.
Ich bin einverstanden. Ich teile mit euch. Endlich wirst du vernünftig. Wurde höchste Zeit. Nun zu euch, ihr verdammten Görn. Hätte ich euch bloß die Hälse umgedreht, solange noch Zeit war. Wir wollen keinen Ärger. Vergiss das nicht einer. Dieser Bengel von einem Meisterdetektiv wollte zur Polizei gehen. Verpfeifen wollte er mich und die Belohnung kassieren. Genug geredet, einer. Wir müssen verschwinden. Tut mir leid, meine lieben Kinderchen. Wir müssen euch leider hier zurücklassen. Die Tür oben schließe ich ab. Ihr könnt also nicht raus. Sobald wir in Sicherheit sind, schreibt euer lieber Onkel Einar und berichtet, wo ihr seid. Nur 2-3 Nächte im Dunkeln werden den verdammten Belgern nicht schaden. Komm, Einar! Leb wohl, Herr Meisterdetektiv. Ich glaube, es ist am klügsten, wenn du die Kriminalität in Zukunft an den Nagel hängst. Übrigens kann ich meinen Dietrich wiederhaben. Da haben sie ihn. Wiedersehen, Anders. Mach's gut, Evalottchen. Grüß deine Mutter. Falls ich keine Zeit mehr haben sollte, mich von ihr zu verabschieden. Es ist meine Schuld. Es ist ganz allein meine Schuld. Ich hätte euch nicht in diese Geschichte mit hineinziehen sollen. Ach was, Schuld. Du konntest nicht ahnen, dass die Sache so laufen würde, Kalle. Wir werden Hunger bekommen. Ich habe 3 Brötchen. Und damit halten wir eine Weile aus. Und dann? Ohne Dietrich werden wir die Tür oben nicht aufkriegen. Aber vielleicht führt einer der Gänge hier ins Freie. Wir können es ja versuchen. Immer noch besser, als hier untätig herumsitzen. Ein Glück, dass wir die Taschenlampe haben. Dann vorwärts. Wartet! Wir wollen erst die Brötchen essen. Meinetwegen. Gut, essen wir zuerst. Danach machen wir uns auf die Suche. Mit vollem Magen geht das bestimmt besser. Etwa zur gleichen Zeit, als Kalle, Anders und Evalotte einander an den Händen fassten und den Weg in das dunkle Höhlenlabyrinth antraten, bremste vor der Polizeistation ein Auto. 2 Männer und 2 Polizisten sprangen heraus und stürmten eilig in die Revierstube. Kriminalkommissar Stenberg aus Stockholm, sagen Sie, Schutzmann... Schutzmann Björk, was kann ich für Sie tun, Herr Kommissar? Schutzmann Björk, kennen Sie hier in der Stadt einen Privatdetektiv Blomqvist? Privatdetektiv Blomqvist? Nein. Nein, habe ich nie gehört. Das ist aber merkwürdig. Er wohnt Hauptstraße 14. Sehen Sie selbst. Er hat mir diesen Brief geschrieben. Ach so. Das kann niemand anders sein als mein Freund Kalle Blomqvist. Privatdetektiv. Ist sowas. Der ist ungefähr 12 Jahre alt, der Privatdetektiv. So. Und wie erklären Sie es sich dann... dass er uns einen Fingerabdruck schicken konnte, der haargenau mit dem übereinstimmt, den wir nach dem Einbruch in der Barnierstraße festgestellt haben. Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll, das hätte ich Kalle nicht zugetraut. Aber ein heller Kopf ist er schon. Privatdetektiv. Dieser Kalle Blomqvist ist der Einzige, der uns jetzt weiterhelfen kann. Wir wissen, dass bei einem großen Juwelendiebstahl mehrere Täter beteiligt waren. Aber wir konnten nur diesen einen Fingerabdruck sicherstellen. Nun möchte ich gern wissen... wem dieser Fingerabdruck gehört? Tja, dann weiß ich keinen anderen Rat, als dass wir sofort hinfahren und Kalle fragen. Und das auf dem schnellsten Wege. Kommissar Steenberg hätte sich nicht so zu beeilen brauchen, denn Kalle war nicht zu Hause, sondern steckte mit Anders und Evalotte noch immer im Keller der Schlossruine. Es war schwer, vorwärts zu kommen. Immer wieder versperrten große Steine den Weg. Es war feucht, glatt und kalt. Kalle leuchtete an den Steinwänden entlang, wo die Feuchtigkeit hervorsickerte. Die Ärmsten, die hier früher mal eingesperrt waren, die haben wenigstens was zu essen bekommen. Heute sollte es bei uns Fleischklopse geben. Hör auf. Am besten wir kehren um. Nein, wir gehen diesen Gang hier bis zu Ende. Wir kommen doch nicht weiter. Plötzlich ist wieder Schluss. Genau wie bei den anderen Gängen. Hey! Was ist das? Eine Treppe! Eine Wendeltreppe! Bleib hier, Anders! Wo willst du hin? Die Treppe rauf! Ich muss raus! Ich muss hier raus! Ich halte sie hier aus! Hey, Anders! Was ist los? Verschlossen! Der Ausgang ist mit Holz zugenagelt. So ein Pech! Wir müssen es schaffen! Wir müssen das Holz herausschlagen! Das schaffen wir nicht! Vielleicht mit einem Stein! Wartet! Noch einmal! 1, 2, 3! Der Ausgang ist frei, wir können raus! Kalle, Evalotte, kommt! Komm, Evalotte! Wir müssen so schnell es geht nach Hause und dann zur Polizei! Musik
Zum 100. Male war der Lebensmittelhändler Blomqvist vor die Tür gegangen, um Ausschau nach seinem Sprössling zu halten. Jetzt endlich sah er ihn um die nächste Ecke kommen, zusammen mit Anders und Eva-Lotte. Kalle, wo bist du gewesen? Warum kommst du so spät? Habt ihr wieder etwas angestellt? Junge, du hast doch nicht schon wieder eine Fensterscheibe kaputt geschlagen. Lass mich, Vater. Ich muss sofort zur Polizei. Das weiß ich. Die Polizei sitzt bei uns zu Hause und wartet auf dich. Das wird kein Spaß für dich werden, Kalle. Schutzmann Björk ist auch dabei. Onkel Björk, du musst sie sofort verhaften. Schnell, beeilt euch. Oh, rein. Die Juwelendiebe, sie sind eben im Auto weggefahren. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Mir nach, wir nehmen die Verfolgung auf. Sekunden später saßen sie in dem Polizeiauto. Kommissar Steenberg, Schutzmann Björk, zwei Polizisten und Kalle, Anders und Eva-Lotte. Das Polizeiauto sauste mit einer Fahrt nordwärts, die die gesetzestreuen Bürger der kleinen Stadt entrüstet die Köpfe schütteln ließ. Kalle gestikulierte wild und rief mit gellender Stimme: Einer ist blass und einer sieht unheimlich aus. Und einer ist Onkel Einer. Der Blasse nennt sich Eva Redig, aber er heißt bestimmt anders. Der Unheimliche nennt sich Krog und Onkel Einer hat zwei Namen, Lindeberg und Brane. Er schläft mit einem Revolver unter dem Kopfkissen und hat die Juwelen unter der Treppe in der Schlossruine vergraben. Als ich einen Fingerabdruck von ihm genommen habe, mitten in der Nacht, hatte ich Pech. Er wachte auf und bedrohte mich mit dem Revolver. Eine Weggabelung, Kommissar. Schussmann Björk, Sie kennen doch die Wege hier. Welchen haben die Juwelenräuber genommen? Was glauben Sie? Das kann man unmöglich sagen. Sie kommen zum großen Kontinentalweg, ganz gleich, welche Straße Sie nehmen. Ein Augenblick, der schwarze Ford. Ich meine, das Auto der Juwelenräuber hat einen neuen Reifen auf dem rechten Hinterrad. Ich habe mir das Muster abgezeichnet, als das Auto vor dem Hotel stand. Ich habe das Auto auch gesehen, aber darauf wäre ich nie gekommen. Nie im Leben hätte ich das Reifenprofil abgezeichnet. Hier sind Sie lang gefahren. Woher weißt du das? Man kann deutlich den Abdruck des Reifens auf dem weichen Sandboden sehen. Los, steig ein. Links? Ja, den linken Weg. Du bist ein kluger Junge, Kalle. Reine Routinearbeit. Weiter nichts. Mann, ist das eine Geschwindigkeit. Geradezu lebensgefährlich. Schneller als die Polizei erlaubt. Sieht aus, als ob wir fliegen. Da, vor uns, ein Auto. Da sind sie. Ein schwarzer Ford. Schneller. Wir müssen sie einholen. Noch schneller? Seht mal, der Tachometer. 110 Kilometer. Die schießen. Legt euch hin, Kinder. Legt euch auf den Boden. Schnell. Hört ihr die Kugeln pfeifen? Pfui Teufel, wie die schießen. Jörg, Sie wissen besser. Nehmen Sie meinen Revolver und schießen Sie den Kerl den Reifen kaputt. Los, beeilen Sie sich. Getroffen. Gut gemacht, Jörg. Achtung, anhalten. Raus aus dem Wagen. Schnell, bevor die Kerle aus ihrer Karre herauskommen. Ihr bleibt liegen, Kinder. Los, Björk, kommen Sie. Mann, das muss man gesehen haben. Bleib liegen, Kalle. Ich soll mir den Schluss entgehen lassen? Nee. Was ist los, Kalle? Was machen Sie? Onkel Björk und der andere Polizist halten ihre Revolver in Bereitschaft. Und der dicke Kommissar reißt die Autotür auf. Junge, wie die losschlagen. Jetzt kommt Redig. Er hat einen Revolver. Peng! Jetzt bekommt er einen Schlag von Onkel Björk. Der Revolver fliegt ihm aus der Hand. Und da ist Onkel Einer. Er lässt sich widerstandslos festnehmen. Jetzt legen Sie ihm Handschellen an. Dem rede ich auch. Wo ist der Dritte? Ah, jetzt ziehen Sie ihn aus dem Auto. Er scheint ohnmächtig geworden zu sein. Du, das ist spannend. Und jetzt, wahrhaftig. Hör auf. Wir haben auch Augen im Kopf. Wir können selber sehen, was draußen vorliegt. Da seht mal, Sie haben die Blechkiste gefunden. Was für eine Blechkiste? Wie kann man so vergesslich sein? Typisch Weib. Die Blechkiste mit den Juwelen. Damit ist der Fall endgültig abgeschlossen. Hier irrte sich der Meisterdetektiv Blomqvist, denn die Sache hatte noch ein Nachspiel. Der Bankier Ostberg stellte die 10.000 Kronen als Belohnung zur Verfügung und Kalles nächste Arbeit bestand darin, das viele Geld durch drei zu teilen.
Am nächsten Tag konnte man in der Zeitung unter der Überschrift Meisterdetektiv Kalle Blomqvist die Fotografie von Kalle und ein wenig darunter die Bilder von Eva Lotte und Anders sehen. Und alle in Kleinköping, in Stockholm und in ganz Schweden waren sich darin einig.